Also, wie wir sehen, leuchtet da hinten an der Wand so ein weiß, dieser orangene Streifen. Und wir müssen anfangen mit der 1. Die müsste drinbleiben. Ich werde jetzt erstmal von links nach rechts lesen. Das heißt, danach müsste der einzelne Streifen kommen. Das war falsch. Gut, dann werde ich jetzt von oben nach unten lesen. Das heißt, jetzt müsste die 3 kommen. Okay, von oben nach unten ist richtig. Dann kommt die 4. Dann kommt die 2 mit dem weißen Strich drüber. Das heißt, der hier. Auch schön. Die 4 mit dem Strich drüber. Das wärst du. Und jetzt müsste ich wieder bei dem einzelnen Strich anfangen. Wenn das richtig ist. Jo, gut. Dann nehmen wir den dort. Und als nächstes muss der Zweier reingekloppt werden. Und dann sind es nur noch die 2. Einmal der. Und der letzte von diesem wahrscheinlich letztem Rätsel wird der sein. Und es ist aktiviert. Die Magie durchströmt den Ball. Elektrizität. Oh. Wir haben den Schlüssel eingesetzt und den Schlüssel richtig gedreht. Und der Priester kommt nun doch wieder zu uns. Müssen wir dann noch gegen ihn kämpfen? Oder was für eine Rolle spielt der? Ich meine, wir haben die Kugel zurückgebracht. Eigentlich müsste er jetzt dankbar sein. Warum ist da Lava? Oh. Ja, genau. Ach so, es gibt... Oh, ist das ein UFO? Ist das ein UFO? Nein, wie geil. Ernsthaft. Es war ihre Absicht gewesen, den Menschen zu bessern, sich um ihn zu kümmern. Wie dieser sich um allen Glauben dieser Welt kümmern sollte. Doch der Mensch hatte seine eigenen Pläne. Nach dem Krieg begannen die Überlebenden mit all ihrem Wissen die Erde zu bevölkern, auf dass ihre Kinder die Mythen verbreiteten. Ist das geil? Wir standen die ganze Zeit auf einem UFO. Ernsthaft? Und mittlerweile habe ich auch eine Idee, wer jetzt die ganzen Sachen vorliest oder sagt. Ernsthaft, das ist ein UFO. Das ist verdammt geil gemacht. Weil wir... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir auf dem UFO stehen. Ist das geil. Da fliegt unsere Kugel davon. Tja. Schade. Auch hier gibt's wieder eine unsichtbare Wand. Naja. Damit ist das Let's Play, zumindest von der Kampagne, so ziemlich beendet. 3 von 3 gefundene Geheimnisse. Keine Affen getötet. Nein, ist nicht wahr. Wir waren die ganze Zeit, als wir am Anfang hier runterkamen. Das ist ja hier der Anfang. Ach Leute, wir waren die ganze Zeit so nah an einem UFO dran.
Meine Kollegen da oben? Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war es dir nicht langweilig da unten. Kein Ding. Der Kran ist gerade angekommen. Wir kommen zu dir runter. Mir war todlangweilig. Wirklich. Dort unten gibt es überhaupt nichts zu sehen. Nur Staub. Und diesen komischen Presslufthammer, den ich gefunden habe. Und Wilson. Wer ist Wilson? Den kennt ihr nicht. Der ist mein imaginärer Freund. Wow, das Spiel ist geil. Das Spiel ist richtig, richtig geil. So wie ich das, glaube ich, gelesen habe im Internet, hat The Ball auch einen Preis erhalten. Und das ist, wie ich finde, zu Recht. Richtig geil. Was ich vorhin sagte mit meiner Vermutung, wer denn nun die ganzen Sachen vorliest oder wer der Erzähler ist, das ist wohl, denke ich, unser Archäologe selber. Ja, geil. Was gibt's zur Kampagne jetzt noch zu sagen? Also, es gibt ja noch einen Survival Mode. Attica und sowas alles. Die werde ich dann auch machen. Die werde ich dann... Ich glaube, ich werde die Parts weiterhin benennen. Werde dann aber auch sagen, also hier, jetzt in diesem Video, das, was ihr jetzt gerade seht, nada niente. Ab hier ist die Kampagne vorbei. Ihr habt es ja gerade auch gesehen. Und, wow, ich bin begeistert von dem Spiel. Die Rätsel, die mit dem Spiel gemacht sind, finde ich sehr gut gemacht. Einzelne Spielefehler von der Engine und so gibt es zwar. So die Sache, die wir mit den Floß hatten. Oder dass der Ball manchmal an der Wand geglitscht ist. Aber ich sag mal so, größtenteils gibt es in dem Spiel keine Fehler. Das Spiel ist schön linear. Es hat einen schönen Faden. Leider finde ich im Spielverlauf es schade, dass unser Archäologe doch nichts sagt. Und es hat auf jeden Fall, finde ich, einen Widerspielwert, dass man dass man die ganzen Geheimnisse da von dem Spiel findet. Weil ich bin jetzt ziemlich heiß noch auf die gesamte Hintergrundgeschichte von The Ball. Die Geheimnisse, die da enthalten sind. Die Leute, die darüber reden, die Geschichte von den Teotl. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Teotl nämlich diese Außerirdischen. Und wir wissen leider jetzt ja noch gar nicht, warum die da hingekommen sind. Was das mit dem Ball hat es in der Weise ja etwas auf sich, dass es als Energiequelle auch gedient hat für das UFO, für dieses mechanische Grab. Das ist... Wow. Also mir gefällt das Spiel sehr. Und ich werde jetzt mal ganz kurz auf Fortsetzen klicken, weil eigentlich sind wir im Spiel ja jetzt durch. Und deshalb frage ich mich, was da jetzt noch kommen mag. Ach so, das ist dann einfach wieder hier am Ende. Und ganz entgegen meiner Erwartung gibt es hier nicht sowas wie einen Endkampf oder so. Ist auch schön. Habe ich zwar in erster Linie mit gerechnet, aber es muss ja nicht sein. Na? Gek. Ein sehr schönes Spiel. Wie gesagt, die ganzen Geheimnisse. Die ganzen Geheimnisse werde ich in einem einzigen Video noch zusammenpacken. Das wird, denke ich, auch schon so seine Zeit haben. Aber damit wird dann auch nochmal die gesamte Hintergrundgeschichte von dem Spiel erklärt. Und die ist es, finde ich, auch wirklich würdig, hier nochmal separat genannt zu werden, weil... Awesome, das Spiel ist klasse. Ich kann es jedem empfehlen, der auch noch ein weiteres Rätselspiel haben will. Nicht unbedingt wie zum Beispiel Portal. Es ist zwar in gewisser Weise auch ähnlich, aber es ist trotzdem eine eigene Art für sich. Es hat seinen eigenen Charme.
Es ist toll. Ja, da guckt ihr doof, ne? Wenn ich mich hier drauf stelle, feuert ihr dann. Sehr schön. Es gibt also doch KI-Fehler, KI-Bugs. Meine Güte. Wenn man weiß, kann man sich hier in dem Spiel auch gut verteidigen. Sehr schön. Ich denke, das ist dann auch mein Fazit in Bezug auf dieses Spiel. Sehr interessant mit dem UFO. Los, fresst mich! Ja, okay, das war's gewesen. Wunderschön, Anzahl der Tode. Ja, sind wir nochmal gestorben. Okay. Dann würde ich sagen, das war's mit meinem Let's Play zu The Ball. Ab jetzt werde ich mich auch wieder daran versuchen, Need for Speed Underground weiter aufzunehmen. Das ist eine Höllenarbeit. Weil ich habe es in dem Let's Play vorher schon mal gesagt, in einem der 8 Parts, die ich bisher hochgeladen habe, ich muss die Rennszenen separat aufnehmen und ich muss die Sachen vom Hauptmenü separat aufnehmen. Das heißt, ich werde dann erstmal wieder Fraps richtig auf Need for Speed Underground einstellen müssen, weil ich werde dann wahrscheinlich wieder auf meine alte Aufnahmestrategie zurückgreifen müssen. Das heißt, ich werde mit Fraps den Spielesound, das Spielvideo und meinen Kommentarsound direkt aufnehmen. Das heißt, ich muss vorher erstmal ein bisschen rumtricksen, dass ich nicht das Spiel zu laut habe, dass ich nicht zu laut bin, weil ich kann es im Nachhinein dann nicht mehr anpassen von der Lautstärke her. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Des Weiteren wird es dann noch erstmal weitergehen mit Hunted. Jetzt, wo ich das hier aufgenommen habe, sind wir da auch noch nicht durch. Ich hätte bei Hunted auch nicht gedacht, dass das so ein langes Projekt wird, aber das finde ich auch noch interessant. Und wie gesagt, die Geheimnisse werden dann auch noch kommen. Und in absehbarer Zeit werde ich dann auch mit meinem Let's Play Condemned Criminal Origins anfangen. Dementsprechend auch mit einer Cam Confusion, damit ihr auch mal meine Fratze sehen könnt, während ich dieses Horrorspiel angeblich mit erster Güte durchspiele. Es soll eine ziemlich dichte Atmosphäre haben und darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Ich verabschiede mich. Das war Let's Play The Ball. Bis zum nächsten Mal, sei es im Compilation-Video für die Geheimnisse, sei es für Hunted oder eins meiner anderen Projekte oder für die kommenden Projekte oder ihr seid einfach nur auf dem Kanal und stöbert ein bisschen rum. Bis zum nächsten Mal.